So einen wunderschönen guten Tag. Ich begrüße alle ganz herzlich zum JFD Live Trading TV heute zur US-Markteröffnung. Jetzt werden alle auf die Uhr schauen gerade eben und werden sich denken, es ist 15 Uhr. Das ist eine halbe Stunde bevor der US-Markt an der Wall Street eröffnet. Das wäre in der Tat so, wenn wir nicht in der Sommerzeit jetzt befindlich wären in den USA. Tatsächlich ist das jetzt aktuell genau so, als wenn ich dieses Event um 16 Uhr unserer Zeit halten würde. Das wird jetzt zwei Wochen so gehen. Wir werden zwei Wochen, also eine Stunde schon früher, miteinander das Vergnügen haben, ausgehend von einer Zeitumstellung in den USA. Und so, wenn wir dann auf die Sommerzeit umschalten, also das heißt eine Stunde vor, dann ist es eben entsprechend so, dass dann auch wieder das Event hier ab 16 Uhr tatsächlich dann stattfindet. Der Vorteil ist natürlich, das muss man an der Stelle ganz klar sagen, man muss sich an dieser Stelle keine Gedanken machen als Trader. Einen kurzen Augenblick. Ich muss mal kurz jetzt hier schauen, ob der Ton gut ist, aber... So, kurzen Augenblick. Also, ein Augenblick. Ich muss mal jetzt kurz fragen, kann man mich hören? Ja, man kann mich hören. Jetzt habe ich gerade gesehen, woran es wahrscheinlich gelegen hat. Ja, nein, vielleicht. Und man schreibe das vielleicht mal ganz kurz in die Chatbox. Ich habe nämlich jetzt hier gerade eben so ein bisschen Probleme. Also ich kann mich komischerweise nicht verstehen. Ja klar. Das hat auch einen ganz einfachen Grund, warum ich mich nicht hören kann. Ich habe den Tab schon geschaltet gehabt. Gut, hat sich erledigt. Also Ton ist da, Bild ist auch klar. Ja, wie gesagt, also noch so ein kleines, so einen kleinen Schabernack am Rande. Wie gesagt, wir als Trader. Und wir als Trader, die sich mit den US-Märkten natürlich beschäftigen, wir haben keinerlei Schwierigkeiten in irgendeiner Form dann rauszufinden, ob wir die Uhr vor- oder zurückstellen müssen. Wir müssen sie ganz offensichtlich eine Stunde vorstellen. Ja, denn dann haben wir erst wieder diese Zeitspanne von 6 Stunden, die normalerweise wir als Versatz haben bis zur Wall Street-Eröffnung. Warum können wir uns an dieser Stelle so ein bisschen über solche völlig seltsamen, uninteressanten Themen unterhalten? Weil damit zu rechnen ist, dass keine große Dynamik am Markt aufkommt. In der Tat, wir sehen in der Wall Street aktuell jetzt in der ersten halben Stunde des Handelstages eine Open Range, die sich hier herauskristallisiert von 45 Punkten. Das sieht erstmal relativ breit aus natürlich, aber man muss das in Relation setzen zu dem aktuellen Indexstand. Der Dow Jones an dieser Stelle, handelt bei fast 21.000 Punkten, da sind 45 Punkte nicht besonders viel. Und auch insgesamt, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich so ein bisschen Zweifel, ob man hier tatsächlich aktuell, ausgehend von der Open Range, ein Intraday-Szenario zeichnen kann oder beziehungsweise sollte, wenn man sich vor Augen führt, dass wir uns, und dazu zoome ich jetzt mal so ein bisschen in den Chart hinein, dass hier in diesem Zusammenhang wir ebenfalls, ähnlich wie im DAX auch, eigentlich in einer Range gefangen sind. Wir haben eine Korrekturbewegung ausgehend von den Allzeithochs gesehen, um 21.170 Punkte, fallende Hochs, fallende Tiefs. Wir haben in diesem Bereich hier um roundabout 20.850 ist es, eine Supportregion gefunden, das ist die grünfarbene Linie. Und ausgehend von diesen Tiefs hier, den Vorwochen-Tiefs, die dort sich ausgebildet haben, letzte Woche Donnerstag, 20.774, so rum, und den Hochs hier von Freitag, nämlich 20.972, wobei das jetzt tatsächlich gar nicht mal die Vorwochenhochs sind, da müssen wir tatsächlich ein bisschen weiter zurückgehen. Es ist die Region um, so formuliere ich das mal, es ist die Region um die Vorwochenhochs. Aber in der Tat geht es hier um was ganz anderes, nämlich dass der Markt über dieses Niveau zurücklaufen müsste, um dann wieder den bullischen Grundmodus aufzunehmen. Also in meinen Augen, ich würde das genauso argumentieren, ich sehe auch in diesem Bereich hier das letzte relative Hoch in dieser Sequenz fallender Hochs, fallender Tiefs, das ist hier dieser Bereich. Und das bedeutet etwas anders. Wir haben einen kurzen Versuch gestartet am Freitag, dieses Niveau zu überwinden. Das ist gescheitert. Sollte jetzt allerdings nochmal ein Attacke auf diesen Bereich folgen, dann wäre diese Struktur gebrochen und wir hätten nochmal wahrscheinlich dann einen kleinen Bullrun vor uns, der uns in Richtung der Allzeithochs führt, um 21.170 Punkte. Ja, bis dahin bleibt dieser Grundmodus aber hier ganz klar neutral. Und wie gesagt, mit der Fed direkt vor uns wird es so sein, gehe ich sehr stark davon aus, dass wir bis Mittwoch, vielleicht Mittwochabend sogar warten müssen und vielleicht dann erst größere Impulse danach zu sehen bekommen. Es kann aber durchaus interessant werden. Ich habe mein DAX-Update ja verfasst und das ist auch zu finden aktuell auf Godmode. Ich habe tatsächlich gerade festgestellt, es wäre vielleicht ganz gut, das noch auf dem Guidance-Stream einzustellen. Einen kurzen Augenblick, ich muss mal den Ton im Hintergrund ganz kurz ausmachen. Und dort habe ich beschrieben, warum, wieso, weshalb die Situation sich aktuell so darstellt und so spannend darstellt rund um die US-Märkte. Zu finden übrigens hier über den Bereich,
kurz noch einen Blick. Da, CFDs, und da sieht man es, DAX sehr wahrscheinlich ruhig, also DAX und Dow Jones an dieser Stelle sind sehr gleich gerichtet unterwegs. So, kurz noch einen Blick. Jetzt muss ich mal eben hier. So. Tatsächlich ist es in diesem Zusammenhang, wie gesagt, so, dass das hier, anders als erwartet, eine dovische Haltung der Fed dazu beitragen könnte, dass es zu einer sehr, sehr scharfen Korrekturbewegung kommt. Ich mache übrigens gerade mal kurz Folgendes. Hakt auch bedauerlicherweise gerade so ein bisschen. Muss mal hier schauen, dass ich mal ein bisschen im Hintergrund aufräume. So, den machen wir vielleicht mal zu. Den Kollegen machen wir auch mal zu. So, ein bisschen. So, ich stelle das mal in die Chatbox. Bei mir ist alles offline. Also das ist überraschend. Denn es sollte eigentlich alles laufen. Einmal in die Chatbox klicken vielleicht. Kurz noch einen Blick. Fragezeichen. Einmal auf den Devisenradar. Banner klicken. So, ich klicke da jetzt mal ganz kurz drauf. Finde es tatsächlich sehr seltsam, weil ich habe hier parallel, ich habe den Stream ja auch zum Beispiel mir auf der Webseite eingebettet, da läuft alles ganz rund und ich kann den Ton auch hören. Also, und das bedeutet etwas anders formuliert, der muss ja die Daten von irgendwo bekommen, was an der Stelle der Livestream ist. Ja, deswegen, eigentlich müsste das laufen. Das wundert mich jetzt gerade so ein bisschen. Gut, ich spreche einfach... Ich spreche einfach einmal weiter. Wie gesagt, also Fakt ist auf jeden Fall, eine dovische Haltung der Fed ist durchaus in der Lage, eine schärfere Korrektur in den Equities auf den Weg zu bringen. Jetzt derzeit darauf zu wetten, davon würde ich tatsächlich derzeit noch absehen wollen. Ich habe aber dennoch, und das möchte ich an der Stelle ganz kurz sagen, ich habe dennoch schon bereits hier den T-Note-Future für Juni auf den Schirm geholt. Könnte mir vorstellen, dass ich da mal versuche, vielleicht eine kleine Long-Position aufzubauen. Also das ist ein Kontrakt, der ausläuft, deswegen ist die Kurshistorie hier auch nicht so lange vorhanden. Ja, das ist offensichtlich, der ist erst im Juni wirklich aufgelegt worden. Im Februar aufgelegt haben, für Juni. Da läuft der wieder aus. Und ist durchaus denkbar, dass man vielleicht hier eine Long-Position in irgendeiner Form auf den Weg bringen könnte. Ja, ich habe mir den auf jeden Fall schon mal zur Seite gelegt. Ich will mal schauen, dass ich einen Continuous Contract bekomme, den ich dann morgen im Morning Meeting um 10.30 Uhr präsentieren würde. Das also hierzu, ich, wie gesagt, bin aktuell so ein bisschen, sprachlos ist das falsche Wort, also ich würde gerne ein Trading-Szenario formulieren für den Dow, ich würde auch gerne eins für den DAX oder dergleichen formulieren, denke aber, dass das derzeit in diesem choppigen Marktumfeld einfach nicht wirklich sinnvoll ist, würde stattdessen vielleicht Folgendes machen. Auch wenn das Event natürlich relativ kurzfristig ausgelegt ist, das ist normalerweise so, ich könnte jetzt eigentlich Schluss machen und würde sagen, ich habe alles gesagt, aber ich habe gerade noch festgestellt, da war noch eine Frage heute früh von Pascal für den Euro-Austral-Dollar, welche ich überlesen hatte, also die habe ich einfach nicht gesehen. Sehr, sehr interessantes Währungspaar, definitiv sehr interessantes Währungspaar, denn wir setzen hier gerade zurück in einen Bereich, den man durchaus legitim als Short-Trigger in Betracht ziehen könnte. Und ich kann an der Stelle auch schon Folgendes bestätigen, ist noch ein bisschen früh, aber in den kommenden anderthalb, zwei Wochen wird der Euro-Austral-Dollar auch aus saisonaler Sicht von der Short-Seite super interessant. Ich habe jetzt keine konkreten Zahlen hierzu, aber kann definitiv sagen, dass ich den auf der Watchlist von mir persönlich habe und ich mir durchaus vorstellen könnte, dass sich da vielleicht ein ganz interessantes Szenario abbildet. Interessant ist in dem Zusammenhang, ich hatte heute früh im Morning Meeting ja für den Euro ein Szenario gezeichnet gehabt, welches bullish war und auch eins für den Australdollar, hat er aber gesagt, der Aussie ist eigentlich mein Favorit gegenüber dem US-Dollar von der Long-Seite her. Könnte tatsächlich sein, dass der Euro zum Australdollar hier outperformt. Interessant ist jetzt Folgendes. Das Problem ist, dass hier der Chart, deswegen, das hat keinen Sinn. Wir gehen mal kurz auf einen Chart, wo ich weiß, dass ich auch einen vernünftigen Chart habe, nämlich hier auf einen JFD-Chart. Wie gesagt, bei Guidance gibt es aktuell so ein bisschen Probleme, obwohl die Daten von Guidance übrigens gezogen werden. Keine Ahnung, was da los ist. Fakt ist aber auf jeden Fall, wir haben eine Sequenz steigender, hochsteigender Tiefs hier im Euro-Austral-Dollar. Ganz klar, ganz offensichtlich, das ist die Korrekturbewegung, die wir im Daily dort zu sehen bekommen aktuell. Ja, hier gehe ich noch auf den Daily, der funktioniert. Wir können also sehen, diese Gegenbewegung hier, die hier stattgefunden hat, offensichtlich auf den untergeordneten Zeitebenen, Sequenz steigender, hochsteigender Tiefs.
Wir bewegen uns jetzt gerade hier in einen Bereich um roundabout 0450, 0460, welcher als Trendsupport bezeichnet werden kann. Sollten wir da drunter fallen, ist es erstmal nur eine Unterbrechung, aber wir sollten genauer beobachten, ob der Markt ausgehend hiervon dann eine Sequenz fallender Hochs, fallender Tiefs fortschreibt. Denn dann wäre diese Struktur definitiv als gebrochen zu betrachten und eventuell in Antizipation dieses saisonalen Musters, was wir im Euro-Austral-Dollar dort in den kommenden Wochen zu erwarten haben, bullisches Euro, bärisches Euro-Austral-Dollar Muster bzw. bullisches saisonales Pattern für den Austral-Dollar, könnte es ganz interessant sein, solch einen bärischen Lauf dann im Euro-Austral-Dollar bereits zu antizipieren. Also das ist auf jeden Fall etwas, was wir definitiv beobachten. Für ein Trading-Szenario ist es noch zu früh. Also das bedeutet, da will ich jetzt auch kein klares, ganz konkretes Setup zeichnen. Das ist ja Daily, das ist der Tageschart, ja. Das ist der Stundenchart und nicht der Daily, so rum. Aber nichtsdestotrotz, ich würde dieses Währungspaar auf jeden Fall genauestens beobachten. Auch vor dem Hintergrund, dass eben auf der Stunde jetzt diese Regression mit einem Unterschreiten dieses Levels um ungefähr 1,4050 eben gebrochen werden könnte. Ja, auch ein super, super interessantes Währungspaar. Wir betrachten uns das morgen im Morning Meeting auf jeden Fall genauer. Und ja, wie gesagt, verzeiht, dass in den Equities heute gerade nicht so viel los ist. Das könnte durchaus und realistisch die Ruhe vor dem Sturm sein. Aber aktuell ist, glaube ich, hier intraday-technisch nicht viel zu holen und man tut ganz gut daran, vielleicht mal so ein, zwei Schritte vielleicht sogar zurückzugehen und etwas übergeordnete Zeitebenen zu betrachten. Meinerseits soll es das gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Abend und ja, dadurch, dass die US-Märkte eine Stunde früher geschlossen haben, schließen die auch eine Stunde früher übrigens, ja, also 21 Uhr ist dann Zapfenstreich. Morgen um 10.30 Uhr hören wir uns zum Morning-Meeting wieder, da freue ich mich auf jeden Fall drauf und dann nehmen wir nochmal kurz den Euro-Austral-Dollar aufs Korn, auch ausgehend von diesem saisonalen Muster, was sich dort erstreckt und dann könnten wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen mit statistischen Werten arbeiten. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Abend, hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt hier im JFD Live Trading TV. Jetzt zur US-Markteröffnung, morgen haben wir uns wieder, ich freue mich drauf. Bis dahin, habt euch auf jeden Fall wohl, macht's gut und tschüss.